Und wir kommen zum nächsten Tagesordnungspunkt. Das ist der Tagesordnungspunkt 48, und da hat sich als erstes die Abgeordnete Kula von der Fraktion Die Linken zu Wort gemeldet. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Gäste! Immer wieder sind hessische Schulen in der Presse, weil aufgrund von baulichen Mängeln, Schimmelbefall oder schlichter Altersabnutzung Unterricht ausfällt oder unter erschwerten Bedingungen stattfinden muss. Leider mussten wir in der letzten Plenarwoche feststellen, dass zumindest Herr Schwarz, der bildungspolitische Sprecher der CDU-Fraktion, es abstreitet, dass es marode Schulen in Hessen gibt, da Sie in dieser Sache wohl nicht die von Ihnen immer sehr hochgehaltenen Hausaufgaben erledigt haben, wollen wir Ihnen ein wenig auf die Sprünge helfen und fordern deshalb, dass die Landesregierung eine Bedarfsanalyse für Schulsanierung und Ausbau anstellen soll. Der Investitionsbedarf in Hessen ist enorm. Allein die Stadt Wiesbaden hat einen Sanierungsstau für Schulen in Höhe von 400 Millionen € zu verbuchen. Schätzungen der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft gehen davon aus, dass sich der Gesamtbedarf in ganz Hessen auf bis zu 4 Milliarden € beläuft. Leider möchte aber der Kultusminister das alles überhaupt nicht wissen. Er interessiert sich scheinbar. Lassen Sie eine Zwischenfrage zu? Nein, gerade nicht. Ich habe eine lange Rede. Es interessiert ihn scheinbar überhaupt nicht, in welchem Zustand sich die hessischen Schulen befinden. Sie verweisen ja auf die Zuständigkeiten der Schulträger, Herr Lorz. Ja, die Schulträger sind für den Zustand der Schulen auch zuständig. Aber sie müssen vom Land Hessen dazu in die Lage versetzt werden. Moment mal bitte, es ist ein bisschen unruhig. Ein bisschen mehr Ruhe bitte. Ist ja auch schon vierter Tag. Aber sie müssen vom Land Hessen dazu in die Lage versetzt werden, sich angemessen um die Instandhaltung, Modernisierung und den Ausbau zu kümmern. Ja, es gibt das Programm Kipp macht Schule, aber die vom Land und vom Bund dafür zur Verfügung gestellten Mittel reichen bei weitem nicht aus. Und davon haben auch nicht alle Kommunen was. Generell wäre es doch interessant für das Land, ob die Mittel, die zur Verfügung gestellt wurden, eigentlich ausgereicht haben oder nicht. In vielen bildungsorientierten Ländern wird der Schulbau und das Klassenzimmer als pädagogisch wichtig und lernerfolgsteigernd anerkannt. Hier in Hessen weigert man sich aber sogar vehement, eine Bedarfsanalyse durchführen zu lassen. Das ist angesichts des erheblichen Investitionsstaus in Hessen schlicht nicht nachvollziehbar. Es ist vor allem nicht nachvollziehbar für die Schülerinnen und Schüler und die Lehrkräfte, die sich in maroden Schulgebäuden den ganzen Tag aufhalten müssen. Immer wieder gibt es Meldungen von Schulen, die aufgrund ihres schlechten Zustands vorübergehend schließen müssen, z.B. in Kassel 2017 oder 2018 in Neukirchen. Da reicht die Mängelliste von Schimmel hin zu ausgefallenen Heizungen und einsturzgefährdeten Gebäudeteilen. Die Sanitäranlagen sind an vielen Schulen in so einem katastrophalen Zustand, dass Kinder und Jugendliche sich weigern, diese zu benutzen. Sie, Herr Schwarz, sind doch angeblich jede Woche an zig Schulen unterwegs. Wie kann Ihnen so etwas dann nicht auffallen? Letzten Dezember demonstrierten hunderte Kasselaner Schülerinnen und Schüler für die Sanierung von Schulen. Das Bündnis nannte als Beispiele für Missstände unter anderem die Paul-Julius-von-Reuter-Schule in Kassel, bei der im Frühjahr ein Trakt wegen Einsturzgefahr gesperrt worden sei. In einer anderen Schule habe es reingeregnet. Herr Schwarz, ich könnte jetzt noch sehr lange weitermachen mit den Aufzählen von Beispielen maroder Schulbauten, aber vielleicht haben Sie sie auch jetzt eingesehen und geben Ihre absurden Behauptung auf, so etwas gäbe es in Hessen gar nicht. Zu dem sowieso erheblichen Sanierungsstau kommen weitere Investitionsvorhaben, die auch wegen den Entscheidungen der Landesregierung anstehen, noch dazu. Hier sei vor allem das Thema Ganztagsschulausbau angesprochen. Laut schwarz-grünem Koalitionsvertrag sollen ja jährlich 50 weitere Schulen ganztägig arbeiten. Dazu gehört dann eben auch eine Mensa, in der die Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrkräfte zum Mittagessen können. Aber nur die wenigsten Schulen verfügen aktuell über derartige Räumlichkeiten. Alle anderen müssen dann ausbauen. Wenn die Landesregierung ihre eigenen Vorhaben tatsächlich auch umsetzen will, wovon ich mal ausgehe oder hoffe, dann muss sie doch wissen, was für Ressourcen dafür eigentlich notwendig sind. Daher ist es vollkommen unbegreiflich, dass eine Bedarfsanalyse nicht angestrebt wird. Die Frage, wie sonst seriös und bedarfsgerecht geplant werden soll, bleibt wie so viele Fragen an das HKM offen. Sehr geehrte Damen und Herren, der Sanierungs- und Investitionsstau ist über Jahrzehnte angewachsen.
Notlösungen wie die Gebäude outzusourcen per Public-Private Partnership, also PPP-Projekte, um sie dann zu sanieren, waren ein unsinniges Verlustgeschäft. Bestes Beispiel dafür ist Offenbach, das in der letzten Woche bekannt gegeben hat, dass seine PPP-Schulen finanziell eine schlechte Idee waren. Nein, das Land muss die Kommunen so ausstatten, dass die in der Lage sind, ihre Schulbauten zu sanieren und auszubauen. Da nehmen wir die Landesregierung in die Pflicht. Um den Investitionsstau zu beseitigen, braucht es endlich eine auf Dauer deutlich angelegte finanzielle Besserstellung der Kommunen, auch um das für den Baubereich zuständige Personal auf der kommunalen Ebene im erforderlichen Umfang zu erhöhen. Und bei all diesen, bitte zum Schluss kommen, ich komme zum Schluss, Frau Präsidentin. Und bei all diesen Forderungen möchte ich noch betonen, dass wir uns hier eigentlich auch mal darüber unterhalten müssen. Sie haben zwar keine Redezeit mehr, aber da gibt es noch eine Zwischenfrage, die könnte ich aber sowieso nicht zulassen, weil die Redezeit um ist. Genau. Müssten wir eigentlich auch mal darüber reden, wie wir unsere Schulen so ausstatten, dass sie inklusiv im Sinne der UN-Behindertenrechtskonvention arbeiten können. Also, Herr Lorz, nehmen Sie das Thema endlich an, anstatt sich die Situation schönzureden. Vielen Dank. Vielen Dank. Als Nächstes hat sich der Abg. Scholz von der AfD-Fraktion zu Wort gemeldet. Sehr geehrte Frau Präsidentin, verehrte Damen und Herren! Um die hessischen Schulen ist es nicht zum Besten bestellt. Diese Erkenntnis ist nun alles andere als neu. Ihre fortwährende Gültigkeit stimmt mich als ehemaligen Lehrer traurig und zugleich aber auch zunehmend wütend. Nachdem nämlich viele Jahre nichts oder zu wenig für den Erhalt unserer ca. 2.000 hessischen Schulen getan wurde, soll das 2018 gestartete Kommunalinvestitionsprogramm KIP nun die große Wende herbeiführen. Hierzu werden vornehmlich aus Bundesmitteln, ergänzt um Landesmittel, auf den ersten Blick beeindruckende rund 558 Millionen € zur Verfügung gestellt, welche in Kontingente aufgespalten von den 31 als Schulträger fungierenden hessischen Kommunen sowie dem Landeswohlfahrtsverband für Fördermaßnahmen abgerufen werden können. Der von den Kommunen aufzubringende Anteil beträgt dabei 25%. Ende November dieses Jahres lagen nach Angaben des Finanzministeriums bereits beantragte Fördermittel im Gesamtumfang von ca. 391 Millionen € vor. Hierbei ist jedoch zu bedenken, dass zumindest im Durchschnitt pro Schule nur etwa 280.000 € zur Verfügung stehen. Hinzu kommt, dass dem 14 Förderschulen betreibenden Wohlfahrtsverband lediglich äußerst bescheidene rund 500.000 € als Förderkontingent zur Verfügung gestellt werden. Ob das jetzt im Zusammenhang damit steht, dass im Zuge der ideologisch gewollten und pädagogisch völlig unsinnigen Inklusion die meisten Förderschulen ohnehin zum Aussterben verurteilt worden sind, werden wohl die Konstrukteure des Investitionsprogramms am besten beantworten können. Das Kernproblem, meine Damen und Herren, die durch KIP bereitgestellten Finanzmittel werden bei weitem nicht ausreichen, um den bestehenden Sanierungsstau der hessischen Schulgebäude aufzulösen. Die GEW schätzt diesen, wie in der Begründung des Antrags der LINKEN erwähnt, auf 3 bis 4 Milliarden €, also auf das 5- bis 7-fache des Finanzvolumens des Investitionsprogramms. Diese Relation zeigt auf, dass das vom Finanz- und Bildungsministerium so vollmundig angepriesene Investitionsprogramm nicht mehr ist als der berühmte Tropfen auf den heißen Stein. Was hat das jetzt allerdings mit dem Antrag zu tun? Lassen Sie eine Zwischenfrage zu? Nein. Sehr viel, meine Damen und Herren. Denn in dem Antrag regt DIE LINKE an, eine Bedarfsanalyse zum Sanierungs- bzw. Hören Sie doch erst mal zu. Beziehungsweise Ausbaubedarf aller hessischen Schulen bis zum Ende des kommenden Jahres durchzuführen.
Was soll hierdurch eigentlich erreicht werden, außer vielleicht, dass den Schulen für die hierzu nötigen Dokumentations- und Berichtsarbeiten noch mehr Bürokratie als bis jetzt aufgebürdet werden? Datenerhebungen, welche Art auch immer, sind niemals Selbstzweck, sondern dienen z.B. in der Forschung der Stützung oder Erschütterung einer wissenschaftlichen Hypothese oder der Strukturierung von Planungsproblemen. Die Schulen, welche Sanierungs- bzw. Ausbaubedarf besitzen, haben doch ihre Daten bereits in ihren KÜB-Förderanträgen an das zuständige Ministerium geliefert. Die im Antrag geforderte umfassende Bedarfserhebung würde daher erstens die Schulen tendenziell stärker mit Bürokratie belasten und zweitens sehr viel redundantes Datenmaterial erzeugen. Eine solch ineffiziente als auch ineffektive Vorgehensweise mag in einem Gemeinwesen mit sozialistischer Planwirtschaft ihre Daseinsberechtigung haben, jedoch sicher nicht in Hessen mit einer sozialen Marktwirtschaft, werte GenossInnen der LINKEN. Eine Forderung nach einer derart umfassenden Datenerhebung ohne Aufzeigen wenigstens der Grundzüge einer elaborierten Umsetzungsstrategie ist unserer Meinung nach nicht zu rechtfertigen. Der Antrag der LINKEN hält sich sehr unverbindlich und lässt erwartungsgemäß jedwede Lösungskompetenz für Sanierung bzw. den Ausbau an unseren hessischen Schulen erkennen. Das hohe Ziel, nämlich den bestehenden Sanierungsstau zu beheben und die Kommunen in den Stand zu versetzen, die Schulgebäude bedarfsgerecht auszubauen, ist in diesem Hohen Hause sicherlich konsensfähig. Der Antrag der LINKEN geht über den Anspruch eines recht populistischen Schaufensterantrages nicht hinaus und lässt jeden konstruktiven Ansatz leider vermissen. Sie müssten bitte zum Schluss kommen. Ja, ich komme zum Schluss, Frau Präsidentin. Die AfD ist für eine sachorientierte und eine von jeglichem ideologischen Ballast befreite Politik angetreten und kann schon deswegen diesem Antrag nicht zustimmen. Wir erkennen jedoch, meine Damen und Herren, die redliche Bemühung der LINKEN an und werden uns enthalten. Recht herzlichen Dank. Vielen Dank. Als Nächstes hat sich der Abg. Feilmann von der CDU-Fraktion zu Wort gemeldet. Frau Präsidentin, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, gestatten Sie mir, dass ich die beiden Vorredner jetzt nicht weiter betrachte, denn die Beiträge waren einfach indiskutabel. Grundsätzlich ist, wie auch im Antrag so festgehalten, die Schulgebäudesanierung eine Aufgabe der Schulträger und in die jährliche Priorisierung der Haushaltspositionen einzupreisen. Bei der gesamten Debatte sollten wir sehr genau auf die Verantwortungsverteilung zwischen dem Land und den Schulträgern achten. Im Fall der Priorisierung sind klar die Schulträger gefordert. Eine politische Priorisierung überwiegend anderer Schwerpunkte, verbunden mit der Überlegung vielleicht, dass das Land seine Schüler schon nicht im Stich lassen wird, das wäre völlig daneben. Da wir dies aber niemandem unterstellen, gehen wir davon aus, dass sehr verantwortungsbewusst die Situation vor Ort im Blickfeld ist. Das Land verschließt auch nicht die Augen, und so wurde das Programm KIP I für allgemeine Investitionen aufgelegt, was Investitionen in den Schulbau nicht per se ausschließt. Weiterhin folgte dann das kommunale Investitionsprogramm KIP II, speziell für Schulbau- und Sanierungsmaßnahmen. Und natürlich können auch Mittel aus dem kommunalen Finanzausgleich, wo wir uns zurzeit bei rund 6 Milliarden € bewegen, herangezogen werden. Übrigens, wenn man sich die Zahlen anschaut, kann man auch feststellen, dass öfter mal ärmere Schulträger ihre Schulen besser im Schuss haben als reichere. Der Landesregierung und den sie tragenden Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN mangelnde Fürsorge vorzuwerfen, ist zwar gängige Praxis der Opposition, aber genauer betrachtet absolut absurd. Auch zweifle ich durchaus die Aussagen der GEW hinsichtlich angeblich objektiv erforderlicher Sanierungsmaßnahmen oder gar gesundheitsgefährdender Bedingungen ihrer flächendeckenden Gültigkeit an. Was meiner Meinung nach auch nicht geht, ist das generelle Subsumieren des Ganztagsausbaus, wie er im Koalitionsvertrag durchaus angesprochen ist. Dies zeigt aber auch die Hilflosigkeit in der Argumentation auf. Der Koalitionsvertrag existiert seit einem Jahr, und vielerorts sind die Anträge gestellt, Schulen hinsichtlich des Ganztagsausbaus voranzubringen.
Aber haushaltswirksame Investitionen auf den Weg zu bringen, geht erst nach der Genehmigung der Planungen, und dann laufen die baurechtlichen Vorbereitungen. Natürlich muss hier der Bedarf festgehalten werden, was aber wiederum, ich erwähnte es, Aufgabe der Schulträger ist. Meine Damen und Herren, es wird immer neue Vorhaben auf der Basis neuer Vertragsgrundlagen oder neuer Regelungen geben, die dann zu mehr oder weniger aufwendigen Planungen für die Zukunft führen. Das kann man allerdings nicht wirklich seriös mit dem in Ihrem Textzusammenhang benannten negativ belegten Begriff des Investitionsrückstandes zusammenführen. Es bedarf hier einer sehr genauen Differenzierung. Kommentarlos von einem Investitionsrückstand zu reden und dabei neue Planungen aufgrund erst neu entstandener Möglichkeiten mit bereits seit längerem erforderlichen Maßnahmen zu vermischen, die Menschen werden es schon nicht merken, ist nicht seriös. Dies würde ja, denkt man konsequent weiter, suggerieren, dass längst anstehende notwendige Investitionen bewusst nicht getätigt wurden und dies möglicherweise zugunsten des Bedienens politisch anderer Spielwiesen. Sie unterstellen zudem indirekt, indem Sie behaupten, der grundsätzliche Bedarf müsse erst noch ermittelt werden, dass die Schulträger ihren Pflichten nicht nachkommen und diese vernachlässigen. Ich denke, in den Gremien der Schulträger, Sie haben es immer noch nicht verstanden, Frau Kula, die Schulträger sind gefordert. Ich denke, in den Gremien der Schulträger sitzen sehr verantwortungsbewusste Kommunalpolitiker, die die Schullandschaft sehr genau im Blick haben und die Bedarfe sehr genau und bedacht in die Haushalte einbauen, um die schulischen Ausbildungsbedingungen für ihre Kinder so gut wie möglich zu gestalten. Schulträgeraufgaben sind Pflichtaufgaben und müssen in der Bewertung vor sonstigen politisch wünschenswerten Projekten stehen. Wenn dann bei sorgfältiger und verantwortungsbewusster Prüfung Engpässe entstehen, kann man überlegen, ob das Land in die Bresche springen kann. Diese Prüfung und ein ständiger Dialog sind aber schon tagtägliches Geschäft, und es bedarf keines gesonderten Antrags. Die Hessische Landesregierung und diese tragenden Fraktionen sind sich ihrer Verantwortung durchaus bewusst. Natürlich gilt es, hier und da noch Mängel zu beseitigen. Das hat auch Herr Schwarz und niemand aus meiner Fraktion je bestritten. Aber von einem flächendeckend desolaten Zustand der Schulen zu sprechen, ist angesichts der hohen Investitionen vieler Schulträger in den vergangenen Jahren – ich kann allein aus meinem Kreis berichten, wir haben ca. 250 Millionen € investiert – einfach nur eine bewusste, ideologisch bedingte Panikmache. Etwas weniger Schaufenster zur Selbstdarstellung als Kümmerer und etwas mehr Seriosität täte dieser und allen anderen Diskussionen rund um die Schulen sicherlich sehr gut. Vielen Dank. Vielen Dank. Als Nächstes hat sich der Abg. Bromny von den Freien Demokraten zu Wort gemeldet. Bitte schön. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Seit Jahren erfahren wir insbesondere über die Medien, dass es einige Schulen in Hessen gibt, die mehr oder weniger umfangreich saniert oder modernisiert werden müssten. Auch wir möchten natürlich, dass die Schulen in Hessen baulich so gut ausgestattet sind, dass nicht nur Toiletten in einem guten Zustand sind, sondern auch alle anderen notwendigen Räume. Denn nur so können wir die Herausforderungen bewältigen, die auf die Schulen zukommen, inklusive Unterricht, Ganztagsschule bis hin zu moderner digitalen Unterrichtsformen. Dafür sind Schulgebäude, die in Ordnung sind, eine wesentliche Grundvoraussetzung, meine Damen und Herren. Die Fraktion DIE LINKE hat hier einen Antrag aus dem Jahr 2017 aufgefrischt, in dem sie schon damals eine Bedarfsanalyse gefordert hat. Zwischenzeitlich hat die GEW über das Statistische Landesamt Hessen eine grobe Übersicht vorgelegt, wie viel Geld pro Schüler die Kreise und kreisfreien Städte in Bau und Instandhaltung ihrer Schulen investieren. Meine Damen und Herren, diese Zahlen sagen aber noch nichts darüber aus, wo an welchen Schulen welcher Investitionsbedarf besteht. Die Auswertung zeigt nur, dass die Schulträger in unterschiedlicher Art und Weise Prioritäten setzen
und das spiegelt sich natürlich auch dann in den Verhältnissen vor Ort wider. Die Instandhaltung der Schulen gehört aber, und Herr Kollege Faymann, wir alle wissen das, in den Aufgabenbereich der Schulträger. Das ist Bestandteil der kommunalen Selbstverwaltung. Dessen ungeachtet aber hat das Land Hessen mit KIPP II auch ohne Bedarfsanalyse ein Investitionsprogramm für die Kommunen aufgelegt, um einen Beitrag zur Instandsetzung maroder Schulen zu leisten. Nun sagen Sie, der Bereich für KIPP II reicht nicht aus, und der Bedarf ist in jedem Fall höher. An dieser Stelle muss ich dann aber die LINKEN fragen, welche Konsequenzen wollen Sie denn aus einer Bedarfsanalyse ziehen? Wollen Sie das Geld dann nach Dringlichkeit verteilen? Erhalten nur die Schulträger finanzielle Zuschüsse, die im Laufe der Jahre nicht genügend in die Schulen investiert haben? Und was ist mit den Schulträgern, die ihre Schulen gut ausgestattet haben, für die eine gute Schulausstattung Priorität war? Sollen diese Schulträger dann leer ausgehen? Meine Damen und Herren, wenn ich mir die Wahlprogramme von CDU und GRÜNEN anschaue, dann finde ich in beiden Programmen positive Absichtserklärungen. Sehr positive Absichtserklärungen. Im Programm der GRÜNEN ist zu lesen, ich zitiere, wir haben uns vorgenommen, in der nächsten Legislaturperiode ein KIPP III aufzulegen. Damit wollen wir ein Problem beseitigen, das in manchen Schulen sprichwörtlich zum Himmel stinkt. Der Schwerpunkt von KIPP III soll auf der Sanierung der sanitären Anlagen an Schulen liegen. Spätestens zum Ende der nächsten Legislaturperiode soll es keine Schultoilette mehr geben, vor deren Benutzung sich Schülerinnen und Schüler ekeln müssen. Zitat Ende. Bei der CDU ist zu lesen, ich zitiere auch, zur weiteren Verbesserung der Schulinfrastruktur werden wir ein weiteres Kommunalinvestitionsprogramm zur Förderung von Investitionen in kommunale Schulgebäude und insbesondere die Modernisierung von Schultoiletten auflegen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, es wäre sehr interessant zu erfahren, wann und in welchem Umfang KIPP III bzw. KIPP macht Schule 2.0 von der Landesregierung tatsächlich auch umgesetzt wird, meine sehr geehrten Damen und Herren. Vielen Dank, Herr Kollege Promny. Als nächstes kommt Kollege May von den GRÜNEN. Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen! Die schulische Infrastruktur in Hessen ist sehr unterschiedlich. Es gibt Gebäude, die sind in einem sehr guten Stand. Es gibt Gebäude, die sind dringend sanierungsbedürftig. Und wenn man durch die Lande zieht und verschiedenste Termine wahrnimmt, dann fällt einem auch auf, dass dieser Zustand der Schulgebäude nicht immer, sage ich mal, sich an der Finanzkraft der Kommune orientiert. Oder um es ganz deutlich zu sagen, wir haben Kommunen, die bekanntermaßen zu den reichsten dieses Landes gehören, die aber weniger in den Schulbau investiert haben als ärmere Kommunen. Ein Beispiel, was ich Ihnen gerne nennen kann, ist, dass der Landkreis Waldeck-Frankenberg, der bekanntermaßen nicht zu den Top-Verdienern in den Kommunen gehört, eine sehr, sehr, sehr ordentliche Infrastruktur hat im Bereich Schulen und dort sehr gut investiert hat. Und von daher sehen Sie, wir haben eine ganz unterschiedliche Situation vor Ort. Es gibt aber sicherlich auch die Situation, dass in der Vergangenheit Schulträger nicht in der finanziellen Lage waren, so viel in die Schulen zu investieren, wie nötig gewesen wäre. Das will ich auch sagen. Auch diese Schulträger gibt es, die große Probleme hatten, weshalb wir ja von der Koalition aus gesagt haben, wir unterstützen die Schulträger mit Investitionsprogrammen. Eins heißt ja auch explizit, KIPP macht Schule, dass wir gesagt haben, wir unterstützen die Schulträger, diese Investitionen voranzubringen, weil uns eben der Schulbau so sehr am Herzen liegt. Es ist also
mindestens eine Generalisierung, die unzutreffend ist, wenn Linkspartei und AfD hier behaupten, es sei alles ganz marode. Und in sich ist der Antrag auch nicht schlüssig, weil wenn Sie in Ziffer 1, Frau Kollegin Kuhler, schon feststellen, es sei alles nicht gut, dann frage ich Sie, wozu brauchen Sie überhaupt noch eine Bedarfsanalyse in Ziffer 2? Das macht doch keinen Sinn. Hingegen ist es so, wenn wir Ihren Antrag zu Ende denken, wenn also jetzt das Land die Aufgabe an sich ziehen soll, den Investitionsbedarf, die Investitionsplanung und Sie sagen ja tatsächlich Sanierung und Ausbau, wenn das Land das an sich ziehen soll, wofür brauchen wir dann noch kommunale Schulträger? Sie höhlen mit Ihrem Verhalten die kommunale Schulträgerschaft aus, und das ist nicht unser Ziel, weil wir sind der Meinung, dass politische Entscheidungen so nah wie möglich am Menschen getroffen werden sollten. Und wenn wir an dieser Stelle sagen, das Land ist jetzt zuständig, zu ermitteln, wo investiert wird, wo ausgebaut wird, dann haben die kommunalen Schulträger nichts mehr zu sagen. Und dann höhlen wir die kommunale Selbstverwaltung aus. Und das ist nicht unser Vorhaben. Wir wollen hingegen die kommunale Ebene stärken. Der kommunale Finanzausgleich, ich habe das gerade einmal mit den Finanzern aus meiner Fraktion überschlagen, ist in der letzten Dekade nahezu verdoppelt worden. Wir sind da jetzt bei knapp 6 Milliarden €. Wir haben Investitionsprogramme auf den Weg gebracht, um die Kommunen zu unterstützen, dass sie in die Schulen investieren können. Am Ende des Tages bei der Kommunalwahl sind es dann die Bürgerinnen und Bürger, die zu entscheiden haben, ob die kommunale Vertretung vor Ort richtig gehandelt hat. Da ist es dann dran, dass die Bürgerinnen und Bürger entscheiden, ob die kommunalen Schulträger die richtigen Prioritäten gesetzt haben, ob sie in milliardenschwere, teure Kongresscenter investiert haben oder eben ihre Schulen ertüchtigt haben. All das ist aber Frage, das sollen die Bürgerinnen und Bürger vor Ort entscheiden. Das ist kommunale Selbstverwaltung, und da wollen wir uns nicht einmischen. Und von daher, glaube ich, sollten wir dort differenziert rangehen. Es ist in der Tat so, dass wir Schulen haben, die Investitionsbedarf haben, keine Frage. Wir haben aber auch eine ganze Menge Schulträger und Schulen, die sehr gut ausgebaut sind. Wir stehen für einen Weg der Kooperation. Wir wollen zusammen mit den kommunalen Schulträgern eine möglichst gute Schullandschaft bei uns in Hessen erreichen. Wir wollen dort, wo es Investitionsbedarf gibt, diesen erfüllen, damit unsere Schülerinnen und Schüler möglichst gute Schulgebäude, schulische Infrastruktur vorfinden können. Diesen Weg gehen wir kooperativ vor und nicht konfrontativ. Vielen Dank. Nein, danke. Ja, dann sagen Sie es bitte auch so. Normalerweise erbittet das Präsidium eine Antwort auf die Fragen, die es gestellt hat. Vielen Dank, Herr Kollege May. Nein, das hat er nicht gesagt. Ich habe das. Wollen wir uns darüber jetzt streiten, Herr Kollege Frömmrich? Ich bin bereit, auch einen Ältestenrat dazu zu machen. Wir haben es hier nicht gehört. Und deshalb bitte ich darum, dass wir uns hier nicht darüber streiten müssen. Der Herr Kollege Lambrou kann deshalb die Zwischenfrage nicht mehr stellen. Er kann aber gerne, wenn er möchte, nach dem Minister, wenn wieder Zeit da ist, noch sprechen. Zunächst aber hat Frau Hartmann das Wort für die sozialdemokratische Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen! Spätestens seit den Pressemitteilungen über einstürzende Schulbauten und marode Schulgebäude in Hessen wäre es doch an der Zeit gewesen, dass das Kultusministerium sich selbst einen Überblick bezüglich des anstehenden Investitionsbedarfs an Hessens Schulen verschafft. Und ich kann nicht verstehen, dass man sich mit der Aussage, die formale Zuständigkeit für Schulgebäude läge bei den Schulträgern, dass man versucht, mit so einer lapidaren Aussage sich aus der Verantwortung zu ziehen. Aber ähnlich wie beim Unterrichtsausfall und wie bei vielen anderen planungsrelevanten Daten interessiert sich der Kultusminister nicht für Zahlen. Und deshalb ist es nicht verwunderlich,
dass nicht etwa das Ministerium, sondern vielmehr die GEW beim Statistischen Landesamt eine Sonderauswertung in Auftrag gegeben hat und in Abstimmung mit den Schulträgern Zahlen erhoben wurden, wie sich die bauliche Situation von Hessen, Schulen in Hessen darstellt. Auch wenn leider zwei Landkreise keine Daten zur Verfügung gestellt haben, ergibt sich aber ein klares Bild, dass es sehr große regionale Unterschiede gibt, was den baulichen Zustand und den anstehenden Sanierungsbedarf anbelangt, und dass es auch sehr große Unterschiede gibt, wie viel Mittel von den Schulträgern zur Verfügung gestellt werden. Und hier sehe ich die Landesregierung in der Verantwortung, sich der Frage zu stellen, was ist zu unternehmen, wenn es um die Gleichwertigkeit von Lebensverhältnissen geht. Ich habe 2017 gemeinsam mit meinem damaligen Landtagskollegen Norbert Schmidt eine Kleine Anfrage zum Thema Schulbau und Schulbausanierungsbedarf gestellt. Der Kultusminister hat im Rahmen der Antwort verlautbaren lassen, dass die Landesregierung keine Erkenntnisse über die in den nächsten Jahren anstehenden Investitionsbedarfe hat und mangels eigener Zuständigkeit und aus Respekt vor dem hohen Verfassungsgut der kommunalen Selbstverwaltung auch nicht plane, den Investitionsbedarf zu erfassen. Ich finde, eine ziemlich blauäugige Sichtweise. Und aus der Antwort zu dieser Anfrage wird weiterhin deutlich, dass die Schulbaupauschale, die sich ja aus einem Darlehen und einem Zuschuss zusammensetzt und 2015 so bei 4 bis 5 Millionen € pro Schulträger lag, kleinere Schulträger haben weniger bekommen, halte ich diesen Beitrag des Landes zur Schulbaufinanzierung für viel zu niedrig. Ich bin selbstverständlich darüber informiert, dass Schulbau in der Zuständigkeit der Schulträger liegt. Ich habe auch Respekt vor der kommunalen Selbstverwaltung. Aber ich bin der Auffassung, dass das eine das andere nicht ausschließt. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass durch landespolitische Vorgaben wie der Umsetzung des Digitalpakts, dem Ausbau der Ganztagsbetreuung und der Umsetzung der Inklusion etliche zusätzliche Aufgaben im Schulbereich auf die Schulträger zukommen, sollte man doch erwarten, dass die Landesregierung detailliert über die anstehenden Investitionskosten informiert ist und einschätzen kann, wie sich eine Veränderung der schulpolitischen Vorgaben auf die Investitionssituation der Schulträger auswirkt. Und gerade eine Landesregierung, die sich immer wieder dafür rühmt, wie kommunalfeindlich sie ist, erwarte ich, dass sie einen Beitrag dazu leistet, dass nicht immer kleine Programme den Kommunen aus der Patsche helfen, sondern dass sie langfristig eine auskömmliche Finanzierung zur Verfügung stellt. Und ich bin der Auffassung, die Kommunen dürfen hier nicht im Regen stehen gelassen werden. Und Sie wissen doch, dass die Schulbaupauschale vorne und hinten nicht reicht. Und spätestens, wenn es um die Zuständigkeit für Lehrerinnen und Lehrer geht, dann müsste sich doch der Kultusminister den Herausforderungen einer zeitgemäßen Pädagogik anpassen. Spätestens dann, dann geht es nämlich um den Arbeitsplatz. Und als Dienstvorgesetzter von Lehrerinnen und Lehrern hat er dafür Sorge zu tragen, dass die Arbeitsplätze so ausgestattet werden, dass die Umsetzung der landespolitischen Konzepte, ich nenne beispielsweise Digitalisierung, dass dafür auch die Rahmenbedingungen geschaffen werden können. Und ich weiß, dass Schulträger mit den begrenzten Mitteln und nicht nur den begrenzten Mitteln, sondern auch den begrenzten Planungskapazitäten derzeit schon am Ende ihrer Möglichkeiten sind. Und um einschätzen zu können, was der zukünftige Bedarf ist, ist es doch erst einmal notwendig, eine Erhebung zu machen, was überhaupt bei welchem Schulträger ansteht. Und, Frau Kollegin, Ihre Redezeit ist schon abgelaufen. Eine zukünftige Bildungsinfrastruktur setzt voraus, dass wir, dass Schulträger und Landesregierung gemeinsam sinnvolle Schulbaukonzepte ausarbeiten,
damit nicht weiterhin Nachholbedarf und Handlungsdruck, sondern eine vorausschauende Planung die Schulbaudebatte bestimmt. Vielen Dank. Wir bedanken uns bei Ihnen auch. Wortmeldungen der Fraktionen liegen nicht mehr vor, sodass das Wort nunmehr der Kultusminister Prof. Dr. Lorz hat. Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der rechte wie der linke Rand dieses Hauses geben leider regelmäßig Anlass dazu, auf Grundprinzipien unserer Verfassung hinzuweisen, die dort offensichtlich nicht hinreichend im Bewusstsein verankert sind. Gestern Abend musste ich die AfD über Religionsverfassungsrecht und Rechtsstaatlichkeit belehren, und heute Morgen nun DIE LINKE über vertikale Gewaltenteilung und kommunale Selbstverwaltung. Denn, ja, das ist in der Tat unglaublich, dass ich das tun muss, finde ich auch. Nach unserer Verfassung, meine Damen und Herren, besteht eine klare Trennung der Verantwortlichkeit zwischen Land und kommunalen Schulträgern. Den Antragstellern scheint das nicht bekannt zu sein. Das sieht man nämlich bereits dem Antrag an, in dem eine Bedarfsanalyse bezüglich aller staatlichen Schulgebäude gefordert wird. Wenn ich das wörtlich nehmen würde, könnte ich mich sogar darauf einlassen. Denn eine Bedarfsanalyse für die drei Gebäude ist schnell gemacht. Herr Staatsminister, lassen Sie eine Zusatzfrage zu? Nicht bei 5 Minuten. Ich kann gerne zu einer Kurzintervention greifen. Es gibt nämlich nahezu keine staatlichen Schulgebäude, meine Damen und Herren. Die Schulen sind Eigentum der kommunalen Schulträger. Eigentum der kommunalen Schulträger. Und in dieses Eigentum können wir auch nicht eingreifen. Deswegen tragen die Schulträger auch allein Verantwortung für Erhalt, Ausbau und Bauinvestitionen an den Schulen. Und für diese Aufgaben erheben übrigens auch z.B. die 21 hessischen Landkreise, die ja den größten Teil der hessischen Schulträger darstellen, als Schulträger die Schulumlage von den kreisangehörigen Kommunen, damit eben ausreichend Mittel für Schulgebäude und Ausstattung zur Verfügung stehen. Meine Damen und Herren, die kommunale Selbstverwaltung ist ein hohes Verfassungsgut. Das Land besitzt gar nicht das Durchgriffsrecht, um die hier beantragte Analyse in Auftrag zu geben. Ich weiß, dass das in der Tradition, aus der Sie kommen, alles Fremdworte sind. Wer dem Traum vom zentralistischen Einheitsstaat anhängt, in dem einer von oben kommandiert und die anderen zu folgen haben, für den muss das auch so sein. Aber ich, meine Damen und Herren, ich bin dankbar, in einem Staat leben zu dürfen, in dem es eben keine zentrale Kommandostelle gibt, sondern Verantwortung noch geteilt und geachtet wird. Liebe Kollegen, das ist keine platten Aussagen, sondern das sind einfach die Fakten. Machen Sie es nur heraus. Kollegen, wir sind doch in der Adventszeit. Und es ist das letzte Plenum, die letzten anderthalb Stunden oder zwei Stunden dieses Plenums. Jetzt mal ein bisschen schon an den Markt draußen denken und ein bisschen entspannt sein. Und der Herr Prof. Lorz darf jetzt in aller Ruhe und Gelassenheit weiter vortragen. Gut, ich bin ja auch mit dem Grundsatzteil meiner Ausführungen fertig. Dass ich das auch der sozialdemokratischen Fraktion in diesem Haus sagen muss, finde ich allerdings traurig. Ja, meine Damen und Herren, die Verbesserung der Rahmenbedingungen für das erfolgreiche Lernen und Lehren an unseren Schulen erfordert kontinuierliche Investitionen. Das ist auch der Hessischen Landesregierung bewusst. Und es ist uns auch bewusst, dass diese Investitionsaufgabe auch finanzstarke Schulträger an ihre Grenzen bringen kann. Deswegen unterstützen wir auch die Schulträger bei ihren originären Aufgaben im Bereich des Schulbaus und der Schulunterhaltung durch zahlreiche Förderprogramme. Aber, meine Damen und Herren, das ist eben Unterstützung und nicht Übernahme der Aufgaben. Und jetzt will ich auf die Programme im Einzelnen, auch mit Rücksicht auf die Zeit, gar nicht weiter eingehen, weil viele von Ihnen schon genannt worden sind. KIP 1, das seit 2016 184 Millionen € für 230 Maßnahmen an hessischen Schulen vorgesehen hat. Das läuft ja noch bis Ende 2020. KIP macht Schule, das eine 500 Millionen € für den Schulbau vorgesehen hat. Damit werden über 300 Maßnahmen an hessischen Schulen gefördert. Die 41 Millionen aus dem Hessischen Investitionsfonds als Schulbaupauschaldarlehen. Und mit dem Digitalpakt, wollen wir auch nur noch einmal hinzufügen, kommen auch noch einmal 100 Millionen € im Jahr, speziell für diesen Zweck des Ausbaus der digitalen Infrastruktur an unsere Schulen. Natürlich können wir immer darüber diskutieren, das ist zu wenig, wir brauchen noch mehr. Aber wenn Sie das alles einmal zusammenzählen, landen Sie knapp unterhalb einer Milliarde Euro. Und dann zu sagen, das sind kleine Programme, also das muss ich sagen, das ist schon, so kann man sich auch klein machen.
Sie sehen also, meine Damen und Herren, das Land unterstützt die Schulträger tatkräftig bei der Bewältigung ihrer originären Aufgaben. Wir wollen ihnen auch weiterhin helfen, ein Schulangebot vorzuhalten, das den Anforderungen des Hessischen Schulgesetzes genügt. Ein Schulangebot, das bedarfsgerecht und zukunftsfähig ist. Dabei stehen wir als Land den Schulträgern als fairer und verlässlicher Partner zur Seite. Aber es ist eben eine Partnerschaft und keine Verantwortungsübernahme. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, ja, kannst du mal. Vielen Dank, Herr Professor Lorz. Ich will nur sagen, er hatte vorhin schon abgelehnt, eine Zwischenfrage. Deshalb habe ich Frau Hartmann Ihre zwar zur Kenntnis genommen, aber nicht mehr aufgerufen. Immerhin haben Sie es geschafft, den Zeitplan ein bisschen jetzt zu dehnen. Es gibt anscheinend eine zweite Runde, und die wird eröffnet von Kollegen Wilken, Fraktion Die Linke. Tja, das entscheidet jeder selbst. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, sehr geehrter Herr Kultusminister! Wir im Parlament hier diskutieren gerne mit der Landesregierung und nehmen gerne die Positionierungen unserer Landesregierung auch in diesem Hohen Haus zur Kenntnis. Aber ich weise mit entschiedener Schärfe zurück, wenn Sie hier hingehen und sagen, ich muss hier belehren. Das ist ausdrücklich nicht Aufgabe der Landesregierung. Sie haben über weite Strecken auch nach meinem Verfassungsverständnis hier deutlich gemacht, wo die Aufgaben in diesem Staat verteilt sind. Vollkommen richtig. Dann sollten Sie auch wissen, dass es nicht Ihre Aufgabe ist, der ersten Gewalt zu erklären, was wir zu tun haben. Zweitens. Wir waren schon einmal weiter, dass wir insbesondere nicht von diesem Redepult aus die Anstrengungen um die Zukunft unseres Landes, und die werden allen in diesem Hause in aller Regel nicht abgesprochen, mit Rekurrierungen auf vergangene Konzepte und Vergangenheiten, von denen unsere Partei sich am deutlichsten distanziert hat, uns dann auf einmal wieder um die Ohren geschlagen werden. Meine Damen und Herren, ich möchte nicht aus dieser Debatte rausgehen mit dem Eindruck, den der Kultusminister gerade hinterlassen hat. Unserer Meinung nach ist Schulsanierung nicht extremistisch. Vielen Dank, Herr Kollege Dr. Wilken. Nun mehr für die FDP-Fraktion in der zweiten Runde Kollege Promny. Es gibt 5 Minuten, man kann es aber auch in 2:58 schaffen. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Lieber Herr Prof. Lorz, ich schätze Ihre Kompetenz, und ich lausche Ihren rechtswissenschaftlichen Ausführungen auch immer sehr gerne. Kollege Rudolph, in der Sache bleibt nämlich die Frage gestellt. Wann wird denn die Landesregierung KIPP 3 und KIPP macht Schule umsetzen? Und was ist denn mit den ganzen Schultoiletten, meine Damen und Herren? Wann kommt das? Wann wird die Landesregierung das umsetzen? 31 Sekunden, Herr Präsident. Vielen herzlichen Dank, Herr Kollege Promny. Möchte die Landesregierung darauf noch replizieren? Das ist nicht der Fall. Es liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. Dann sind wir mit der Debatte um den Punkt 48 fertig. Bei unserer Liste steht Verweisung in den KPA. Dabei bleibt es auch. Damit ist der Antrag verwiesen.